talking. I'll keep ignoring you. Fuck you, buddy! No one's impressed. Here's one for your mother! Ow! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Postal 2. Ein großartiges Spiel, voller sinnloser Gewalt und ganz schön schlimmem schwarzen Humor. Ja, ich habe mich für dieses Spiel entschieden. Auch das habe ich vor Ewigkeiten schon mal gespielt. Champ the Dog ist auch dabei, natürlich. Der wohnt hier im Hinterhof, da ist er. Ja. Ich weiß nicht, ob man das Spiel als Shooter bezeichnen kann, soll, darf, muss. Es ist auf jeden Fall... Naja, ihr werdet sehen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch das sowieso. Und... You were the one who insisted on relocating for that stupid video game job. Yeah, well, crack doesn't by itself, you know. Why isn't the AC on? Broken. Ja, ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Around, I made a list of errands for you on the fridge. Jesus, woman. Gary Coleman. Where's the milk? It's on the damn list. Don't put you on a damn list. Und da sind wir. Das ist der Postal Guy. What the? Ah, stupid dog. Dem gerade von dem Hund auf den Schuh gepisst wurde. Don't let the dog out. Crap. Also diese Szene beschreibt das ganze Spiel eigentlich schon mal relativ gut. And don't forget my rocky road. Yeah, yeah, whatever. Let me guess. I can tell this is gonna be an interesting day. Da ist. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Score some cash. Excellent. Ah, there it is. Pick up some milk. Now where is that? Here it is. Ja, das sind so ist so das Spiel, der Spielablauf. Wir haben Aufträge, die eigentlich ganz normale Sachen zu sein scheinen. Sich aber dann immer irgendwie noch ein bisschen, das eskaliert alles immer ein bisschen, aber wir werden das ja sehen. Wir haben hier jetzt erstmal unsere erste Waffe. Ja, dann machen wir uns einfach mal auf den Weg. Ich muss mal gerade einmal die Steuerungen hier ausprobieren. Die Karte ist... Wo ist die Karte? Ich muss mal einmal gerade hier... Oh, jetzt habe ich die Konsole geöffnet. Das wollte ich nicht. Man, what these game developers won't do for a buck. At least it's educational. Ja. Okay. Und irgendwo konnte man... Muss man einmal gerade in die Steuerung gucken. Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet, muss ich zugeben. Options. Controls. Actions. Nö. Inventory. Show Map ist auf H. Okay. Und durchschalten war Left Bracket, Right Bracket. Okay. Show Map ist H. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Damit wir wissen, wo wir hingehen müssen. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir nehmen die nächste rechts und gehen dann erstmal Milch holen und unser Gehalt abholen. Müssen wir hier lang?
Müssen wir ein bisschen gucken. Die Ladezeiten sind nämlich, das ist das, was bei dem Spiel wirklich stört. Diese Ladezeiten. Wobei die das auch, als das Spiel rausgekommen ist, war das noch wesentlich schlimmer. Da konnte man wirklich sich in Ruhe einen Kaffee kochen. Und eigentlich konnte man sogar den Kaffee anbauen, ernten, trocknen, verarbeiten und ihn dann kochen. Weil die Ladezeiten sehr, sehr lang waren. Ja, dann sind wir hier schon im Supermarkt angekommen. Geh weg. Es ist wunderschön hier, ja. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I want to know. One side. Wo ist die Milch? Ein komischer Typ. Wo ist die Milch? Wir brauchen doch nur Milch. Das ist keine Milch. Hier sind doch irgendwelche anderen Sachen. Hier ist eine Tür. Okay, da dürfen wir nicht rein. Wir könnten das natürlich trotzdem einfach machen. Dann müssen wir... Das sieht echt total abgefahren aus. Das sind einfach irgendwelche Fotografien, die da drauf retuschiert wurden. Ist das hier Milch? Nee. Tja, so groß ist der Supermarkt gar nicht. Aber man findet natürlich nicht das, was man sucht. Da ist die Milch. Nehmen wir mal mit. Komm. Zack. Auftrag erledigt. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, das zu bezahlen. Wobei ich nicht glaube, dass wir Geld dabei haben. Hello and what do you want? Hi there. Thank you for your unclean visit. Now get ja. out and come again, please. Gerne. Come again. Wir hätten auch einfach nicht bezahlen können, dann wäre das Ganze hier aber ein bisschen eskaliert. Dann hätte der nämlich mit Sicherheit eine Waffe gezogen und auf uns geschossen. Das möchte ich jetzt gerade erstmal vermeiden vielleicht. Wir holen uns jetzt erstmal unser Gehalt. Können die beiden Typen hier nochmal ein bisschen anrempeln. Man kann auch Sachen machen, die man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit machen sollte. Zum Beispiel seine Hose auf und den Leuten einfach mal ans Bein pissen, pinkeln. Eventuell fangen sie dann nämlich an, sich zu übergeben. Also dieses Spiel ist, wie gesagt, es ist einfach vielleicht völlig geschmacklos. Vor allem, wenn man den dann jetzt auch noch irgendwie... Ne, man kann... Das hat gerade nicht funktioniert. Ich zeige euch das ein anderes Mal. Dann heben wir uns diesen tollen Special-Effekt ein bisschen auf. Und ab geht's in das nächste Bild da hinten. Zack. Wir bräuchten eine Fahrstuhlmusik für diese Ladebalken. Das wäre doch großartig, oder? Ich glaube schon. Ich freue mich schon auf die ganzen Sachen, die hier noch passieren werden. Also so ein bisschen erinnere ich mich noch daran. Oh. Katzen sind noch ein wesentlicher Bestandteil dieses Spiels. Da werden es zumindest werden. Werden es werden. Oho, da hinten ist eine Demo. Hört ihr sie schon? Ich höre sie. Jetzt kann man sich nämlich anschleichen hier in das Kätzchen. Zack, aufgesammelt. Running with Scissors. Das ist nämlich die Produktionsfirma dieses Spiels. Kill Violent Video Gamers. Ja, die protestieren hier gegen gegen gewalttätige Spiele. Und wir sind ja hier Spieleentwickler. Und ja, das wird gleich witzig. Das kann ich euch sagen. Jetzt müssen wir erstmal das Büro finden. Nothing personal, man, but you're fired. But I just started yesterday. Ja, wir wurden dann gerade gefeuert. Haben aber immerhin den Paycheck noch bekommen. Who's with me? Come on everyone, follow me. Oh, oh, oh. Habt ihr das gehört? Die haben gerade ihre Waffen gezogen. Da,
Die stürmen nämlich jetzt das Gebäude. Und wir stehen hier völlig unbewaffnet. Ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass wir... dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Aber leider haben wir auch extrem wenig Munition. Du beruhigst dich, ja? Das sind nämlich die anderen Spieleentwickler. Die werden uns nichts tun. Oh ja, die sind... Das kann man dann nämlich natürlich auch noch machen. Man kann hier mit den Köpfen Fußball spielen. Furchtbar witzig. Entschuldigung, lässt du mich mal hier durch? Ja, da wieder durch. Leute. Erstmal hier die ganze Munition mitnehmen. Hier haben wir noch eine Pistole. Was macht er da? Oh. Jetzt hat er mich bemerkt. Oh Gott. Es gibt übrigens jetzt auch, das heißt jetzt auch, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass das released worden ist, den dritten Teil dieses Spiels. Vielleicht können wir uns den ja auch mal vornehmen. Den habe ich selber auch noch gar nicht gespielt. Ja. Also, vielleicht ist der ja auch genauso witzig wie dieser Teil. Ich würde es fast befürchten. Oh ja, Betsy. Und eine Waffe. Dann könnten wir auch gleich mal die Katze benutzen. Wie gesagt, kann man mit... Wo war das jetzt? Oh nein! Nein, bleib hier! Och Mann! Naja, an die Steuerung werden wir uns schon noch gewöhnen. Da bin ich mir sicher. So. Da kommen noch mehr von diesen komischen Tanten. That's gonna be so tomorrow. I'm sorry, apparently I'm a little psychotic this morning. So. Shit. Was willst du? Fängt er auf einmal an, mich zu hauen. Ich glaube, es geht los. Hier ist die Polizei. Gut, dass die uns jetzt nicht gesehen haben eben. Das wäre wahrscheinlich nicht so toll gewesen. Ich weiß nicht, müssen wir hier lang? Wo geht's denn hier hin? Und dann links? Ja doch, das könnte ja hinkommen. Probieren das einfach mal. I think I'll need to keep an eye out for these folks. They're definitely hazardous to my health. Warum auch immer diese Ladesequenz da jetzt kam, aber gut. Und zur Bank müssten wir noch. Dann machen wir das doch einfach mal als... Wir müssten auch irgendwie mal so ein bisschen was für unsere Gesundheit tun. Gucken mal, was hier so in diesem Haus ist. Nicht, dass wir gleich sterben. Ja. Gucken wir mal hier rein. Auf jeden Fall ein verlassenes Haus. Ja, genau das haben wir doch gesucht. Falls ihr den Film auch, es gibt ja einen Postal-Film, falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, den sollte man sich unbedingt mal angucken, wenn man auf stumpfe Filme mit ganz flachem Humor steht. Nein, wirklich ist es großartig. Ein großartiger Spaß. Für die ganze Familie nicht. Ich hoffe, dass der Hund jetzt nicht irgendwie... Nein, ist er nicht. Die werden nämlich auch gerne mal böse und greifen einen dann an. Hallo. Oh, guck mal, eine Crackpfeife. Ludetik. Wir haben eine Crackpfeife gefunden. So. Die haben wir doch dann direkt mal geraucht. Das Problem ist nur, wir werden sehen, was das Problem ist. Ich wollte doch nur die Katze. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass der uns nicht entgegenrennt. Natürlich rennt er uns hinterher. Warum hat sie jetzt ihre Waffe gezogen? Das weiß sie wahrscheinlich selber nicht so genau. Oh, jetzt haben wir den Salat. Hier entzünden sich gerade alle gegenseitig.